Hallo bei Phil's Philosophy, Peer Setting im Ethikunterricht. Wir kümmern uns heute um eine Methode des Ethikunterrichts, die in Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Und ich freue mich, Sie, Herr Gründel, als Gast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Thomas, für die Einladung. Ich freue mich sehr, die Folge mitgestalten zu dürfen. Genau, wir gehen gleich auf den Begriff Peer Setting. Es hat ja was mit Angst zu tun. Und meine Frage ist erstmal, was ist das Peer Setting? Warum heißt das so? Wie wird das eingesetzt? In welchem Kontext? Also wie der Name schon sagt, geht es um Ängste, konkreter um den konstruktiven Umgang mit Ängsten. Also wie können wir wirklich im Idealfall aus Ängsten auch eine Art Self-Empowerment gewinnen, Selbstwirksamkeitserfahrungen entwickeln? Und die Grundlage des Ganzen ist eigentlich, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, zu unterscheiden, auf was habe ich im Leben eigentlich einen Einfluss und auf was eben nicht. Und so banal diese Unterscheidung auch klingt, sie hat eigentlich enormes transformatives Potenzial. Und das besteht eben darin, dass ich die Energie, die ich sonst in Dinge stecke, die ich nicht ändern kann, aber über die ich mich aufrege, die mir Angst machen, dass ich diese Energie dann wirklich in Dinge reinstecke oder investiere, wo ich wirklich auch die Möglichkeit habe, was zu verändern. Für mich selber, für andere. Und das gibt Kraft, also das macht Mut, das inspiriert und das motiviert und aktiviert die Schüler eben. Ja, dann möchte ich Sie gerne als zweite Frage fragen. Sie haben das ja tatsächlich schon eingesetzt, ja, wenn auch noch nicht als Lehrer an einer normalen Schule. Aber in welchem Kontext haben Sie das eingesetzt? Und was haben Sie gemacht konkret und welche positiven Effekte gab es da vielleicht? Wie lief das? Also ich habe es wirklich schon für mich selber eingesetzt, auch im Familienkreis, Freunde, Bekannte, im Beratungskontext bei einem Bildungsträger. In Augsburg habe ich es eingesetzt für Klassen. Und bevor ich jetzt wirklich näher darauf eingehe, würde ich ganz gerne mit einem Zitat von Seneca starten. Wir leiden mehr in der Vorstellung als in der Realität. Das soll heißen, dass wir uns unsere Dinge im Leben, vor denen wir Angst haben oder Probleme, oft viel größer machen und uns sehr in solche Ängste reinsteigern, obwohl sie in Wirklichkeit eigentlich oft gar nicht so schlimm sind. Ich möchte das jetzt nicht banalisieren, dass es keine tatsächlichen Ängste gibt, aber es gibt oft viele Dinge, die in Realität, wenn wir sie mit Vernunft betrachten, wirklich gar nicht so schlimm sind oder gar nicht eintreten. Und wenn wir das eben tun, dann merken wir, frei nach Barack Obama, yes, we can. Also wir sind wirklich in der Lage, etwas an unserem Leben auch zu ändern. Und im Vergleich eben zu Träumen und Lebenszielen, die wir ja oft von Schülern zum Beispiel auch verlangen in der Berufsorientierung, wo wir sagen, ja, was willst du denn später mal werden? Und dann kommt halt oft, ja, gerade bei den Kleinen kommt dann der Feuerwehrmann oder der Astronaut. Und wenn wir dann schauen, wo die Person später im Leben endet, dann ist es vielleicht der Schreiner, der Informatiker, der Lehrer, was auch immer, aber eben nicht der Astronaut oder der Feuerwehrmann. Und das liegt eben daran, dass diese Träume und Lebensziele wahnsinnig volatil sind. Also wir haben neue Erfahrungen, wir lernen neue Menschen kennen und das verändert sich eben. Was aber uns immer begleitet, sind unsere Ängste. Also Ängste zu versagen zum Beispiel, Ängste, wie wir von anderen, von unserer Peer Group aufgenommen oder eben nicht angenommen werden. Und diese Entscheidungen, diese Ängste lähmen uns eben an wichtigen Entscheidungspunkten in unserem Leben. Ja, das sind so Entscheidungsblockaden. Und mit Peer Setting kann man die eben ganz gut auflösen. Ja, ich möchte das mal ganz kurz präzisieren. Es geht hier nicht um Ängste, die durch Traumata entstanden sind, die einen pathologischen Charakter haben. Dafür sind Therapeuten zuständig. Da hat Peer Setting meiner Meinung nach nichts verloren. Aber es gibt eben diese Entscheidungsblockaden. Ich könnte auch sagen Verhaltensnullpunkte, wo wir einfach gelähmt sind. Mhm. Weil wir einfach Angst vor dem Sprung ins kalte Wasser haben. Und das ist der Punkt, wo Peer Setting ansetzen kann. Als Beispiel hätten wir zum Beispiel die Wahl zwischen Ausbildung oder Studium. Aus einer toxischen Beziehung herauszutreten oder halt weiterzumachen mit dem Status quo. Ich bin vielleicht mit meinem Körper unzufrieden, möchte mehr Sport machen, ich traue mich aber nicht. Oder ich möchte in ein anderes Land ziehen, ich möchte meinen Schwarm ansprechen, ja, traue mich nicht. Es gibt ganz viele Ängste, die dadurch resultieren, zum Beispiel zu scheitern. Davon, was andere denken könnten, sagen könnten. Vielleicht enttäusche ich meine Familie, die einen anderen Plan für mich hat. Ich habe Angst, Fehler zu machen und so weiter. Peer Setting setzt hier an, indem es eben darum geht, diese Ängste kritisch zu beleuchten und Handlungsperspektiven aufzuzeigen. Ich würde jetzt ganz gern weitermachen, indem ich ganz kurz Peer Setting selbst beschreibe als Methode, als Prozess. Ja. Die hierarchische Struktur sind drei große Blöcke, die in verschiedene Teile nochmal unterteilt sind. Und der erste Block besteht eben daraus,
dass man sozusagen die Zukunft negativ visualisiert. Das heißt, ich stelle mir quasi den Worst Case vor, der durch diese Entscheidung eintreten kann. Und wenn wir das im Unterricht machen oder auch mit uns selber, ist es ganz wichtig, dass wir das wirklich ernst nehmen, dass wir es wirklich intensiv machen und vor allem auch mit den Gefühlen reingehen. Das heißt, ich stelle mir jetzt 10, 20 Szenarien vor, gern mit geschlossenen Augen. Man kann die Schüler dann auch vielleicht im Schulhaus verteilen, in die Bibliothek, wo sie Ruhe haben. Das ist eine Einzelübung, weil es oft sehr intime Themen auch sind, die da behandelt werden. Und man geht dann quasi in sich, stellt sich diese Entscheidung vor und stellt sich selbst vor, wie man dort handelt, wie die Umgebung auf einen reagiert durch diese Entscheidung und malt sich das eben aus, den Worst Case, was eintreten kann. Können wir das an einem Ihrer schönen Beispiele durchspielen? Oder? Können wir gern machen. Zum Beispiel, ich mache es eben in der Berufsorientierung, habe ich es gemacht. Ich habe jetzt einen schlecht bezahlten Minijob. Aha. Ich habe keine Ausbildung, vielleicht mäßigen Schulabschluss. Und dieser Minijob, der hält mich aber über Wasser. Ich habe viel Freizeit, es ist ein relativ bequemes Leben. Es ist vielleicht nicht toll, aber es ist so, ja, es ist okay. Und die Alternative wäre eben, ich mache jetzt zum Beispiel, ich bewerbe mich um einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz und muss mich wirklich anstrengen, muss mich vielleicht auch ein bisschen quälen, scheitern ist möglich. Aber ich habe letztendlich dann die Perspektive, erfolgreich zu sein, vielleicht mehr Geld zu verdienen. Ich habe vielleicht ein erfüllteres Leben, weil ich einen sinnhaften Job habe. Und ich stehe aber an diesem Scheideweg und muss mich eben entscheiden, was ich machen möchte. Und da kann ich mir jetzt eben vorstellen, den Worst Case, naja, ich werde nicht angenommen. Oder ich werde vielleicht angenommen und es macht mir überhaupt keinen Spaß. Oder der Ausbilder oder die Ausbilderin ist fürchterlich. Die Kollegen sind schlimm. Es ist vielleicht körperlich oder psychisch dann belastend. Also es gibt dann ganz viele Szenarien. Und da ist es wirklich wichtig, dass man tief reingeht und sich das wirklich bildlich vorstellt, wie es einem da geht. Und hier sind eben die Schlagworte Intensität, Zeit und auch Emotionalität. Das heißt, dass man den Schülern wirklich lang Zeit lässt für diese Übung, dass sie wirklich tief reingehen können und eben auch den Raum, dass sie das wirklich für sich machen. Aber wenn man jetzt da in so einem negativen Szenario drin ist, dann macht das ja eher Angst, dass man sagt, nee, also den Weg gehe ich auf gar keinen Fall. Genau. Kommt man da wieder raus? Also es ist wirklich auch ein Effekt von der Übung, das hatten wir mit den Studienkollegen auch, dass erstmal ein wirkliches Down da ist. Also es ist wirklich, das zieht die Leute erstmal runter, weil es natürlich nicht schön ist, sich das vorzustellen. Und dieses Negative ist aber wichtig, um dann wirklich wieder rauszukommen aus dem Loch, um wirklich auch damit zu arbeiten. Ja. Und das hat auch was mit den Kosten zu tun, ja? Also die sozusagen eine Nichtentscheidung auch mit sich bringen würden, ja? Wie funktioniert dieser Zusammenhang? Also es gibt den schönen Satz, der Status quo kann sehr teuer sein. Aha. Also hinsichtlich finanziellen Kosten, hinsichtlich psychischen Kosten. Kosten, was Beziehungen angeht. Was wäre das bei unserem Beispiel mit dem schlecht bezahlten, aber doch irgendwie bequemen Job? Genau, also wenn ich in dem bleibe, dann habe ich, was das Finanzielle angeht, wahrscheinlich so eine relativ gerade Linie. Vielleicht, wenn da noch ein bisschen Inflation kommt, verliere ich vielleicht noch ein bisschen Geld oder die Kosten steigen. Das heißt, ich stehe relativ gleich oder zumindest schlechter da und das mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit oder sehr, sehr hoher Sicherheit. Wenn ich hingegen diese Ausbildung jetzt mache oder ein Studium und den harten Weg gehe, dann werde ich spätestens nach ein paar Jahren ein höheres Einkommen haben, wahrscheinlich auch eine höhere Zufriedenheit. Ich werde anders von meinem Umfeld wahrgenommen. Ich werde vielleicht auch die Möglichkeit haben, mir Sachen zu leisten. Und ja, einfach, ich habe auch einen viel größeren Handlungsspielraum dann. Und was sind jetzt die Kosten des Status quo in diesem Beispiel? Die Status quo könnte man sogar wirklich in Geld, das mache ich auch mit den Schülern so, wirklich ein Geld festlegen, dass man zum Beispiel sagt, stell dir mal vor, wo du in 6 Monaten stehst, wenn du diesen Job jetzt nicht annimmst oder diese Ausbildung nicht machst. Wo stehst du in einem Jahr, wo stehst du in 10 Jahren? Und dann haben wir recht schnell, selbst bei nicht so guten Ausbildungen, haben wir wahnsinnig hohe Beträge. Also da gehen wir in den 5-6-stelligen Bereich bei vielen Dingen, wo die Schüler dann merken, krass, also ich verliere gerade durch diese Faulheit oder diese Bequemlichkeit oder diese Angst, verliere ich gerade 50.000, 60.000, 80.000 Euro. Das sind diese Kosten des Status quo, die gar nicht so bewusst sind uns und die auf diese Weise rausbekommen. Jetzt hatten wir aber eben gesagt, Worst Case, ach, da werde ich doch nicht genommen zum Beispiel und so weiter. Was ist damit? Das sind ja nun auch konkrete Ängste. Genau, und da gehen wir jetzt in den zweiten Schritt eben über, dass wir uns überlegen, okay, was könnte ich denn erreichen, wenn ich es wenigstens versuche? Das heißt, da kommen wir schon den ersten Schritt zum Empowerment, zum Self-Empowerment, zur Selbstwirksamkeit, dass wir eben nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken haben, entweder ich schaff's oder ich scheitere, sondern dass wir sagen, naja, es entsteht quasi die Perspektive einer Möglichkeit.
Und da habe ich ganz andere Motivations- und Aktivierungspotenziale, als wenn ich eben immer nur in diesem Tunnelblick bin zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Schaffen und Scheitern. Und naja, vielleicht werde ich abgelehnt, vielleicht sind die Ausbilder blöd, vielleicht ist es doch nicht das, was ich will. Aber ich kann ihm ja auch vorbeugen. Ja, das ist der zweite Schritt vom Fear-Setting, dass ich eben mir überlege, es gibt diesen Worst Case und ich habe aber Handlungsspielraum vorzubeugen. Das heißt, ich kann mich auf dieses Bewerbungsgespräch vorbereiten, ich kann mir Hilfe suchen, ich kann mich im Internet schlau machen. Es gibt Bildungsträger, es gibt die Agentur für Arbeit, es gibt Bewerbungstrainings. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass ich schon mal Vorarbeit leiste, um nicht den Worst Case eintreten zu lassen. Das ist der zweite Schritt. Das ist auch ganz wichtig, dass die Schüler wirklich auch intensiv reingehen und sich wirklich ganz viel überlegen, weil das den Schülern nochmal klar macht, es gibt ganz viele Möglichkeiten, die ich im Voraus schon machen kann. Was ist, wenn dann jetzt zum Beispiel es doch nichts für mich ist, diese Ausbildung? Ja, das wäre ja dann so eine Art Scheitern-Szenario. Was könnte man da sozusagen sich imaginieren? Wie könnte es dann weitergehen? Das wäre dann der dritte Schritt, dass man wirklich sich überlegt, okay, der Worst Case ist jetzt eingetreten, ich habe den Ausbildungsplatz irgendwann abgebrochen oder es ist irgendwas Schlimmes eingetreten. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt, um diese Effekte abzumildern? Und dann sind wir wieder in diesem Schritt, wo wir uns überlegen, okay, was habe ich denn für Ressourcen? Was habe ich denn für Leute, die mich vielleicht unterstützen können, wenn es mir da psychisch nicht gut geht oder wenn ich finanziell Schwierigkeiten habe? Was gibt es für Anlaufstellen? Was gibt es für Alternativen? Und da geht es eben darum, dass man sich das auch nochmal wirklich visualisiert, dass man wirklich auch tief reingeht Und ist man ja. dann auch motiviert durch diese Kosten des Status quo? Wie könnte man da sich selbst dann motivieren in diesem, ich sag mal, Situation des ersten Scheiterns? Also ich denke, dass wichtig ist, nochmal erstmal die ersten drei Schritte wirklich durchzugehen, um das zusammenzufassen. Es gibt Sachen, Worst Cases, die meistens gar nicht so schlimm sind, wie ich sie mir vorstelle. Ich kann ganz viel dafür tun, dem Ganzen vorzubeugen, um es zu einem positiven Ende zu bringen. Und selbst wenn es ein negatives, vorläufiges Ende gibt, habe ich ganz viele Handlungsoptionen, um den Schaden zu begrenzen. Oder eben, und da würde ich jetzt überleiten zum nächsten Punkt, die Dinge, die ich aus dem Versuch, ich habe es wenigstens versucht, ja, diese Benefits, die ich daraus ziehen kann, diese Learnings, diese Netzwerkeffekte, die ich vielleicht habe, die mitzunehmen. Ich mache es mal an einem Beispiel. Ich habe diese Ausbildung jetzt probiert, ich wurde aber bei der Bewerbung abgelehnt. Ja, als dritten Schritt könnte ich jetzt eben sagen, gut, ich biete mich dem Unternehmen jetzt aber als Praktikant an, mache dann ein Praktikum und habe dann die Möglichkeit, die Firma kennenzulernen, mich von meiner besten Seite zu zeigen. Und beim nächsten Bewerbungszyklus muss ich mich vielleicht gar nicht bewerben, weil die sagen, hey, der ist so gut, den stellen wir sofort ein. Ja, und dann habe ich es zwar versucht, ich habe es beim ersten nicht geschafft, aber ich habe es im zweiten Versuch dann vielleicht sogar besser gemacht. Oder eben man könnte sich vorstellen, dass den Betrieb zu verlassen und aber doch die Erfahrungen, die man jetzt mit der Bewerbung gemacht hat, zu nutzen, zu einem neuen Bewerbungsanlauf. Genau. Also der Versuch ist ja dann schon mal nochmal ein Ausbrechen aus diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und wir gehen meistens, wenn wir uns diesen Ängsten stellen, besser und gestärkter daraus hervor, als wir hineingegangen sind. Das könnte man jetzt noch, uns fehlt dazu die Zeit, übertragen auf die schönen anderen Beispiele, toxische Beziehung oder wie offenbare ich mich meinem Schwarm. Aber wir wollen jetzt vielleicht noch eine letzte Frage für den Ethikunterricht uns überlegen. Ich habe eben schon in der Anmoderation gesagt, dass es auch um Persönlichkeitsentwicklung geht als mögliche Lern- und Bildungsziele der ethischen Bildung. Wenn Sie jetzt demnächst dann Referendariat machen und Lehrer sind, was könnten Sie sich vorstellen? Wie könnten Sie damit Ihren Schülerinnen helfen, wie könnten Sie sie unterstützen durch diese Methode? Wie Sie sagten, auch Self-Empowerment, das ist ja auch ein sehr schöner Begriff da der Hinsicht. Also ich denke, dass es für Schüler eine gute Methode ist, da sie auch gerade was die Differenzierung angeht, relativ dankbar ist. Denn die Differenzierung entsteht eigentlich aus den Ängsten und dem Input der Schüler selbst. Das heißt, die ist schon mal relativ einfach und breit anwendbar. Was für die Schüler zur Persönlichkeitsentwicklung nochmal wichtig ist, ist wirklich dieses sich seinen Ängsten stellen, also sie wirklich ins Licht zu ziehen, dass man sie auch sieht, dass man damit arbeiten kann, dass sie nicht irgendwo diffus im Hintergrund sind und uns quasi so einen Nacken Und diese haben. Ängste, das wären dieses Worst-Case-Szenario. Das wären Worst-Case-Szenarien. Ja. Oder diese wirklich Entscheidungsblockaden, würde ich sie eher nennen. Was ich bei den Schülern festgestellt habe, was zur Persönlichkeitsentwicklung jetzt nochmal wirklich beiträgt, ist, die Schüler sind wahnsinnig motiviert danach. Sie sind viel offener. Also es entsteht auch eine Atmosphäre von Vertrauen, finde ich. Es ist eine positive Gesamtatmosphäre im Klassenzimmer nach diesen Übungen.
Und man merkt, da kommt was in Bewegung. Also diese Schüler, die sind motiviert auf einmal, die haben auf einmal Ideen, die haben auf einmal einen Antrieb, was zu tun, ja, an sich zu arbeiten, an den Umständen zu arbeiten. Und gleichzeitig eben auch, wenn man den Schritt wirklich schafft, dass sie Dinge akzeptieren, die sie nicht ändern können, die sie vielleicht bisher blockiert haben, dann setzt das nochmal ganz viel Energie für die Dinge frei, die sie eben ändern können. Und ja, es gibt den Schülern Handlungsmöglichkeiten und Ja, Perspektiven. was wären das für Dinge, die Sie nicht ändern können? Zum Beispiel ja, sowas wie Begabung oder denken Sie da eher an ein anderes wie familiäre Bedingungen oder so? Genau, also es kann vieles sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich jetzt körperlich oder geistig oder aus welchen Voraussetzungen auch immer einen Nachteil gegenüber anderen habe, Ja. den ich nicht ändern kann, Ja. dann bringt es nichts, wenn ich mich drüber aufrege oder wenn ich das immer wieder hochhole, als ja, mich damit beschäftige, Ja. sondern dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, Sachen abzuhaken und zu sagen, gut, so ist es und ich muss jetzt damit klarkommen, ich muss jetzt damit umgehen. Das sind meine Voraussetzungen. Aber zum Beispiel natürlich auch so Dinge wie Bürokratie. Ja, ich werde das System nicht ändern. Aber ich muss halt lernen, damit umzugehen. Wenn ich es akzeptiere und sage, okay, ich konzentriere mich jetzt nicht darauf, was jetzt da ungerecht ist oder was Ja. da schief läuft, sondern ich konzentriere mich darauf, was kann ich machen, dass Ja. es jetzt möglichst schnell, gut, effizient, positiv läuft. Bei den Themen, Sie hatten da dieses mit der Liebe oder mit der Partnerschaft oder eben auch mit der Arbeit, sollen die Schüler sich das selber suchen, diese Themen? Wie würden Sie da vermuten? Was könnte man da, oder soll man da als Lehrperson was vorschlagen? Also ich denke, dass man als Lehrperson gar nicht so viel machen muss, gar nicht so viel Input geben muss, weil diese Probleme sind den Schülern bewusst. Die Ja. sind da und die sind immer präsent. Und ich habe, wenn ich das gemacht habe, auch nie Probleme, dass jemand sagt, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt schreiben soll oder mit was ich arbeiten soll. Sondern das Problem war eher, dass so viel kam, dass es sich wahnsinnig in die Länge gezogen hat, was gut ist, weil es intensiv ist, So weil es viel wirklich, kam, das heißt, die haben eigene Themen auch ja, benannt. ganz viel. Also Ja. es kam dann wirklich, zum Beispiel ein Beispiel war, ich hatte eine Teilnehmerin, die aus dem konservativen Elternhaus kam und die in ein anderes Mädchen verliebt war und oder die beide ineinander verliebt waren Ja. und die wollten das eben ja bisher geheim halten, weil sie eben vor der Reaktion der Eltern Angst hatten. Und die hat diese durch diese Übung eben ihren Eltern halt dann sich quasi geoutet und das ist sehr positiv aufgenommen worden. Und die hat Ja. gesagt, wenn sie diese Übung quasi nicht gemacht hätte, hätte sie sich wahrscheinlich nie getraut, das zu machen. Ja. Und ihr geht es jetzt viel besser eben. Also das finde ich ein sehr schönes sozusagen Schlussbeispiel. Ich wollte nur noch mal schnell festhalten, dass der Rahmen unserer Beschäftigung mit dieser Methode eben die Frage ist, welche Bildungsziele, welche Lernziele der Ethikunterricht eigentlich verfolgen soll. Üblich und genau auch natürlich richtig ist die Verbesserung der Urteilsfähigkeit. Aber hier haben wir noch mal was Neues und das ist die Frage der Persönlichkeitsentwicklung. Da wäre einfach die Möglichkeit, damit Erfahrungen zu sammeln, ja. Und jetzt letzte Frage: Wer sich dafür interessiert, kann sich jetzt im Internet informieren. Gibt es da irgendeinen Tipp, wo er soll er schauen oder reicht da einfach dieses Stichwort? Also ich denke, wer einen schnellen Überblick haben möchte, der TED Talk von Tim Ferriss dazu ist mehr oder weniger die Methode selbst. Also der ist auch derjenige, der das relativ populär gemacht hat. Ansonsten für einen tieferen Einstieg die Stoiker. Historiker, ein schönes Schlusswort. Herr Gürnel, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Dann sage ich bis zum nächsten Mal bei Phil's Philosophy.